Ich einigermaßen verständlich. Hallo. Willkommen zur Einführung ins NLP. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Bitte seid etwas nachsichtig mit mir. Es ist einer meiner ersten Vorträge. Ich bin noch nicht so geübt drin, denn ich mache zwar NLP schon seit vielen Jahren, seit mittlerweile fast 5 Jahren, bin auch NLP Master, aber das Vortragsgeschäft ist mir noch neu. Ja. In den Medien und auch im Internet kann man ja sehr viel finden über NLP. Und da ist sehr viel Verwirrendes dabei, sehr viel, ja, Abstruses. Hat denn von euch irgendjemand schon eine Vorahnung, worum es gehen könnte? Noch gar niemand. Ja? Das ist eigentlich ganz schön, denn dann müsstet ihr relativ unvoreingenommen sein. Sehr gut. Ja, das NLP hat auch eine Geschichte. Das ist entwickelt worden im US-amerikanischen Kalifornien in den 1970er Jahren. Und zwar genauer war die erste Entwicklungsphase von 72 bis 78 von diesen Herren, die ihr hier seht. Und die Damen haben zwar auch ihren Beitrag geleistet, aber vorwiegend waren es Richard Bandler, der war Informatiker, Mathematiker und Psychologe, und John Grinder, der war Professor für Linguistik an der Santa Cruz University. Und Robert Dilts ist der dritte im Bunde, der dann aber später relativ früh eigene Wege gegangen ist. Und um NLP verstehen zu können, bin ich der Meinung, dass man ein bisschen diese Vorgeschichte kennen muss. Es ist also eine relativ junge Disziplin, 1970 bis heute. Obwohl sich in der letzten Zeit sehr viel getan hat in dieser Disziplin, wird sie doch immer noch, ja, vielmals dämonisiert. Was sie meiner Meinung natürlich nicht, nach nicht, na, ach, meiner Meinung nach natürlich nicht verdient. Ja, NLP hat einen wissenschaftlichen Hintergrund, denn die eben erwähnten Herren haben sich in verschiedenen Disziplinen das Beste abgeschaut, was sie finden konnten, nämlich zum Beispiel in der Wahrnehmungspsychologie von William James, die Arbeiten, die er geschrieben hat, leider viel zu früh gestorben, aus der allgemeinen Semantik von Alfred Korsipsky, Gregory Bateson war sehr wichtig für die Entwicklung des NLP, und Albert Badur und Noam Chomsky, selbstverständlich der Linguist, neben John Grinder. Ja, was haben sie gemacht, die NLPler? Damals war das noch überhaupt kein Begriff NLP, sondern sie haben sich einfach gefragt, was macht erfolgreiche Kommunikatoren aus? Also was macht beispielsweise einen erfolgreichen Therapeuten aus in seiner Therapie mit den Patienten im Gegensatz zu Therapeuten, die keine so große Wirkung bei ihren Patienten hatten? Und sie haben sich also sehr, sehr viele Therapeuten angeschaut, haben mit in Sitzungen, in Therapiesitzungen gesessen und haben sich immer wieder angehört, wie diese Therapien bei den Besten der damaligen Zeit ablaufen. Das sind diese Leute gewesen, einmal Dr. Fritz Perls, ein Genie, muss man so sagen, und eben der Begründer der Gestalttherapie. Der war sehr erfolgreich mit seinen Patienten, eben durch die Gestalttherapie. Und Virginia Satir, auch sehr, sehr wichtig in der Familientherapie. Und Milton Erickson, nachdem sogar das Milton-Modell im NLP benannt ist, also eben auch sehr wichtig in seiner systemischen Therapie und in der Hypnotherapie. Ja, nachdem diese erste Entwicklungsphase in den 70er Jahren dann an der Universität abgeschlossen war und Grinder und Bandler und Dilts so ein Konglomerat an Werkzeugen gefunden hatten, in dem, was sie so beobachtet hatten, es waren immer wiederkehrende Kommunikationsformeln, Formate, die sie dann abstrahiert haben und praktisch als eine Art Werkzeugkoffer zusammengestellt.
Aber damit war das Ganze nicht beendet, sondern das Research, also die Forschung ging weiter. Zum Beispiel hat Robert Dills die sogenannte Walt Disney Methode mitentwickelt. Ich weiß nicht, ob die einer von euch kennt. Hat davon schon mal jemand was gehört? Das ist eine Kreativitätstechnik. Ja? Okay. Und kannst du auch ungefähr wiedergeben, worum es dabei geht? Genau. Ja, das wäre der Kritiker oder eben der Entscheider. Das ist vollkommen richtig. Walt Disney hat also eine Strategie für sich entwickelt, um seine Kreativität, die er hatte, nicht gleich wieder zu zerstören. Die meisten von uns haben in ihrem Kopf einen ziemlich starken inneren Kritiker, der, wenn wir eine Idee haben, dann gleich mit dem Ja-Aber kommt. Und um das beispielsweise erst einmal zu stoppen und der Kreativität den freien Lauf zu lassen, hat Walt Disney sich diese drei Räume ausgedacht. Im ersten Raum, wenn er den betritt, den hat er dann auch visualisiert. Das kann man zum Beispiel auch mit sogenannten Bodenankern machen. Also ich lege mir bald beispielsweise drei weiße Blatt Papier in einem gewissen Abstand auf den Boden, und wenn ich auf die erste Position trete, dann bin ich praktisch in einer Art Traumraum, in dem ich nur träume, in dem ich nur kreativ bin, in dem ich diesen inneren Kritiker nicht zulasse. Der kommt erst sehr viel später, in dem ich praktisch brainstorme, indem ich Ideen sammle und ja, wirklich meine Kreativität auslebe, ohne mich irgendwie zu beschränken. Eben dann dieser zweite Raum, da kommt dann eben diese Überprüfung. Ja, ist das überhaupt irgendwie realisierbar? Wäre das möglich? Und so kann man dann feststellen, ob an diesen ersten Ideen was dran ist, ob die verwirklichbar sind. Und erst im dritten Raum, den man dann praktisch aussucht, wenn man sagt, okay, das ist realistisch, kommt der Kritiker mit seinem Ja-Aber, mit allem, was er entgegenhalten könnte. Und das wird dann praktisch diesen ersten zwei Schritten, in denen man Ideen gesammelt hat und die auch schon untermauert hat, entgegengestellt. Und wenn man diesen Prozess durchlaufen hat, dann kann man schauen, was bleibt am Ende übrig nach diesem Kritiker, und dann kann man diesen Prozess aber wieder von vorne starten. Also kann man praktisch eine Endlosschleife an Kreativität produzieren. Das ist sehr effektiv und ja, ist in vielen Bereichen, in der Werbung beispielsweise, die ganzen Werbeleute benutzen häufig diese Walt Disney Techniken, sehr gebräuchlich. Ja, aber kann man mal erwähnen, es ist nur eine von unglaublich vielen Strategien, von unglaublich vielen Formaten, die das NLP zu bieten hat. Denn NLP heißt, wie es hier schon so schön steht, von den Besten lernen. Und NLP ist ein offenes System, das sich immer kontinuierlich weiterentwickelt. Wenn man dann irgendwann mal angefangen hat, NLP zu lernen und zu verstehen, es gibt verschiedene Grade, die man erreichen kann, von einem NLP-Practitioner über einen NLP-Master zu einem NLP-Master-Trainer. Und wenn man dann auf solchen Leveln ist, dann fängt man irgendwann sogar selbst an und entwickelt neue Formate, neue Strategien. Was heißt überhaupt NLP? Das neurolinguistische Programmieren. Ich habe es hier mal aufgeschlüsselt, um Schritt für Schritt durchzugehen. Neuro, ganz klar, vor allen Dingen die Abläufe im Gehirn, aber eben nicht nur im Gehirn, sondern auch die gesamten neuronalen Prozesse in eurem Körper. Ihr habt ein neuronales Netzwerk, beispielsweise Gefühle. Ne? Gefühle hat man, abgesehen von Kopfschmerzen oder anderen Sachen, nicht immer im Kopf, sondern beispielsweise, wenn man verliebt ist, dann spürt man das ja erstmal nicht im Kopf, sondern viele Leute sagen dann solche Metaphern wie, sie fühlen, sie hätten Schmetterlinge im Bauch. Aber ihr habt ja natürlich keine Schmetterlinge im Bauch, sondern es ist ein Gefühl, das im Gehirn neuronal verarbeitet wird. Und damit beschäftigt sich eben der erste Teil, der Neuroteil, der beschäftigt sich damit, wie funktioniert das Gehirn, wie werden Reize im Gehirn verarbeitet.
Ja, das Ganze wird sehr stark untermauert, gerade in den letzten 10, 15 Jahren von der Gehirnforschung, die immer wieder Dinge, die im NLP Theorien waren, aus den eben 70er Jahren bis heute, beweist. Ja, und sagt, ja, das ist richtig, so läuft es im Gehirn, das kann man eben mit bildgebenden Verfahren mittlerweile nachweisen, dass es tatsächlich so funktioniert. Ja, wie ist das Ganze? Das Gehirn arbeitet, das Gehirn denkt in Bildern. Das weiß man mittlerweile. Und wir können uns nichts vorstellen, was wir im Gehirn nicht schon einmal bildhaft verinnerlicht haben. Also wir können beispielsweise diese ganzen Negierungen, die wir oft haben, nicht entstehen lassen, ohne dass wir uns zuerst das Bild vorgestellt haben. Zum Beispiel der berühmte rosa Elefant. Denkt mal nicht an den rosa Elefanten. Jetzt hat jeder von euch zuerst den rosa Elefanten im Kopf gehabt, ganz klar. Wie ihr den dann negiert, ob ihr da irgendein Schild drüber macht oder ob ihr den kleiner macht und von euch wegschiebt, was im Übrigen so im NLP sogenannte Submodalitäten wären, das bleibt euch überlassen. Aber ihr seht, ihr könnt nicht etwas negieren, was ihr euch nicht vorher vorgestellt habt. Das ist eigentlich ganz wichtig zu wissen, denn ganz viele Leute programmieren sich beziehungsweise ihr Unterbewusstsein ganz hart mit Dingen, die sie eigentlich überhaupt nicht wollen. Denn das Unterbewusstsein ist mehr so wie ein dummer Esel, muss man sagen. Der ist sehr, sehr stark und der macht alles wahr, was man ihm so vorgibt. Aber man muss sehr vorsichtig sein, was man diesem Esel vorgibt. Denn dieser Esel ist zum Beispiel sehr unverständig, der hört nicht richtig zu, der kennt zum Beispiel die Worte nicht. Ja? Wenn ich diesem Esel sage, ich will nicht zu spät kommen, während ich morgens auf der Autobahn im Stau stehe, nicht, zu spät kommen, dann hört dieser Esel nur das zu spät kommen und genau das wird wahr. Dafür sorgt dann dieses wunderbare Unterbewusstsein. Das sollte man sehr berücksichtigen, wenn man sich selbst versucht zu verändern, sich selbst Ziele zu stecken, dass man die richtig formuliert. Und richtig heißt eben, dass die Submodalitäten stimmen. Ja? Also das Ganze muss positiv formuliert sein. Das Ganze sollte sogar so formuliert sein, als wäre es bereits erreicht. Also nicht, ich will zum Beispiel irgendwo ankommen, oder ich will einen Parkplatz dort und dort haben. Einige von euch haben vielleicht diese The Secret-Geschichte schon gehört, wo sich Leute dann einen Parkplatz wünschen. Aber wenn ich sage, ich wünsche mir einen Parkplatz, dann programmiere ich mich ganz erfolgreich darauf, dass ich etwas wollen werde und nicht, dass ich etwas bekomme. Ich hätte mich programmieren müssen mit, ich habe einen Parkplatz bekommen. Ist das verständlich? Ja, ihr seht, es ist sehr, sehr wichtig, welche Zielbilder, welche Vorstellungen, welche Filme, es sind nämlich nicht immer nur feststehende Bilder, sondern oft haben wir auch so Filmsequenzen im Kopf, wir unserem Unterbewusstsein vorgeben und überhaupt auch um Fernziele zu erreichen, wenn wir Zielbilder entwickeln, ist es wichtig, dass die eben mit den richtigen Bildern konstruiert werden. Ja. Denn nur wenn wir diese richtigen Zielbilder haben, dann kann die richtige Motivation dazu entstehen. Motivation sind die Beweggründe und wie gesagt, nur wenn wir das richtige Ziel haben, dann können wir überhaupt dahin gelangen. Wenn wir uns falsch programmieren, dann programmieren wir uns erfolgreich darauf, eben nicht dorthin zu kommen, weil wir uns auf Schwachsinn programmieren. Ja, das gibt's in unendlich vielen Varianten, so viele Varianten, wie es Menschen gibt, hoch 100 wahrscheinlich oder hoch 1000. Jeder kennt diese Sätze, ich will nicht so viel Süßigkeiten essen, ich möchte besser hier beim Geld ausgeben werden oder was auch immer. Im NLP sagt man sehr oft X, ihr kennt das aus der Mathematik, das ist ein Platzhalter für irgendetwas. Also ich möchte gerne X und dann muss ich dieses X aber sehr genau definieren. Ich muss sagen, was es ist, was es sein soll und eben nicht in dieser negativen Form. Ja, genau.
Deshalb sollte man sich selbst erforschen. Dabei kann NLP eben sehr, sehr helfen. Wie sind denn eigentlich die Ziele? Wie sind die Bilder, die ich im Kopf habe? Ist es der Zielerreichung, die ich eigentlich möchte, vom Kognitiven her, dienlich oder nicht? Ja, NLP ist die Gebrauchsanleitung fürs Gehirn. Das Neuro ist die Gebrauchsanleitung für das Gehirn, eben das Neuronale. Man sollte sehr, sehr, sehr genau darauf achten, wie die inneren Bilder, die man hat, wie man die konstruiert hat und wie man die aktiviert hat. Das zweite Wort ist die Linguistik. Das kennt ihr ja alle als klassischen Studiengang. Die Linguistik beschäftigt sich mit der Sprache. Denn direkt nach den Bildern, die die Menschen im Kopf haben, ist es eben so, dass wir Dinge in Sprache übersetzen, in Worte, um die transportabel zu machen und mit anderen kommunizieren zu können, uns mitteilen zu können. Hier entstehen auch die meisten Missverständnisse in der Kommunikation. Das hat Buddha sehr schön gesagt: Bevor ihr euch streitet, klärt die Begriffe. Tun die wenigsten. Ja, die gezielte Verwendung von Sprache bezieht sich auf die Ergebnisse der Sprachforschung. Gewisse Sprachmuster zeigen die Art, wie jemand erfolgversprechend oder sich selbstbehindernd denkt und innerlich mit sich redet. Fragen lenken Denkprozesse. Wer fragt, der führt. Ausrufezeichen. Das ist immer so. Man sollte lernen, bewusst auf die Bedeutung der Worte zu achten, genauso bewusst, wie man sich vorher der Bilder bewusst sein sollte. Es gibt, wir hatten das vorhin schon mal gesagt, diesen inneren Kritiker. Das ist diese Stimme, die ständig mit euch redet, so wie ihr mit niemandem hier draußen reden würdet. Die hat meistens einen relativ befehlshaberischen Ton am Leib. Es ist aber nur eine Stimme. Das sollte man sich auch bewusst werden, dass das eben nicht das wahre Selbst eines Menschen ist, sondern dass es nur eine von vielen Stimmen ist, die man hat. Beispielsweise, ja, man darf das keinen Psychologen erzählen, die sind da sehr, sehr auf einem anderen Trip unterwegs. Aber ihr könnt es leicht testen. Wenn ihr beispielsweise kurz die Augen schließt und ihr hört eure Mutter sprechen, dann könnt ihr, wenn ihr euch mal darauf konzentriert, ganz genau verorten, von wo die Stimme kommt. Die Stimme kommt nicht direkt aus eurem Inneren hier, von eurem Nullpunkt, sondern die kommt irgendwo her. Genauso ist es zum Beispiel mit dieser Stimme des Egos. Meistens ist die relativ nah an uns dran und quakt uns so die ganze Zeit ins Ohr. Mit eben einem sehr bestimmenden Ton und meistens nicht besonders nett. Da kann man sich die Frage stellen, und da ist NLP sehr hilfreich, ob diese Stimme wirklich unterstützend und freundlich ist, ob die zielführend ist, ob die was bringt oder ob diese Stimme vielleicht mal gebändigt gehört, dass vielleicht andere Stimmen, die tatsächlich im Kopf existieren und andere für andere Zielvorstellungen stehen und die wahrmachen wollen, mehr Gewicht bekommen sollten als dieser innere Kritiker. Denn damit kann man sich eben ganz wunderbar blockieren. Ja, ich hoffe, ihr habt das so ein bisschen gelesen. Ja, da ging es eben um diese Stimme. Ist das wirklich die, die ihr haben wollt? Genau, denn die Stimme, wie ihr mit euch selbst redet, das strahlt ihr aus. Also das bekommen andere Leute schon mit. Denn man kann sich, das Gehirn kann sich nicht verstellen. Das Gehirn macht im Übrigen keine Unterscheidungen zwischen dem, was hier draußen in der Realität passiert und was es sich selbst nur vorstellt. Ja, da gibt es mittlerweile Theorien aus der Quantenphysik, die eben das unterstützen, sagen, das Gehirn kann da eigentlich nicht wirklich unterscheiden. Für das Gehirn ist alles Realität. Das benutzt man beispielsweise bei Hochleistungssportlern, dass die im Geiste immer und immer wieder Bewegungsabläufe durchgehen und sich dadurch tatsächlich physisch und in der Realität hier draußen verbessern. Das Gehirn unterscheidet in dieser Geschichte nicht. Ja, linguistisch steht für NLP ist professionelle kommunikative Kompetenz.
achten Sie gut darauf, wie Sie innerlich mit sich selbst reden. Es ist sehr wichtig, genauso wie die Bilder. So baut eins aufs andere auf, die Bilder, die Sprache und dann eben das Programmieren. Und das Programmieren steht im NLP für das sich einstellen. Ja, die meisten von euch hier kommen aus der IT. Ihr wisst, Programme, die man beispielsweise dem Unterbewusstsein hier vorgibt, die können, ja, wenn sie nicht richtig geschrieben sind, im Laufe der Zeit relativ verheerende Folgen haben, weil sie eben schief laufen. Im günstigsten Falle blockiert man sich nur selbst und erreicht eben nichts. Im schlimmsten Fall, ja, hat das ganz verheerende Folgen. Man gleitet irgendwie ab. Wie gesagt, das Unterbewusstsein macht wahr, was wir uns hier vorgeben. Erfolgreiches Handeln ergibt sich aus den Korrekturen durch Feedback zur Wirkung. Wenn Sie mit Ihrer Kommunikation eine andere Reaktion, also Wirkung, bekommen wollen, dann verändern Sie Ihre Kommunikation so, dass sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Sie die Reaktion bekommen, die Sie gerne möchten. Das bezieht sich auf die Kommunikation mit Krankheitssymptomen, genauso wie auf die Kommunikation mit anderen Menschen. Es gibt eine Definition von Wahnsinn, die da lautet: Wenn Sie immer wieder das Gleiche tun und ein anderes Ergebnis erwarten, dann ist das die Definition von Wahnsinn. Ganz oft tun wir aber genau das. Wir kennen nur eine Strategie und folgen die immer und immer wieder und erwarten auf wundersame Weise irgendwie einen anderen Ausgang, beispielsweise von Situationen. Aber wie soll das funktionieren? Das funktioniert eben nur, wenn ich mir die Programme bewusst mache, die da laufen, und diese Programme verändere. Ja? Dabei ist NLP eben sehr, sehr hilfreich. Den größten Einfluss auf die, haben Sie auf die Veränderung Ihres eigenen Denkens, Fühlens und Verhaltens. Nutzen Sie NLP für Ihre mentale und emotionale, körperliche Gesundheit und für Ihre effektive, effiziente Kommunikation. Sie können sehr viel effektiver, also ihr könnt sehr viel effektiver und effizienter kommunizieren, wenn ihr diesen Aufbau von Bildern, von Sprache und eben von Programmen, also wenn ihr euch programmiert habt, was ihr tatsächlich wahrmachen wollt, so aufeinander abgestimmt habt und durch Feedback und Handlung und wieder Feedback, das ist praktisch eine Endlosschleife, immer wieder austestet, seid ihr auf dem richtigen Kurs. Ja. Mit NLP erarbeitet man handhabbare Ziele und genießt die Erweiterung der Flexibilität im Reagieren. Das heißt nichts anderes, als dass man mehr inneren Spielraum hat. Wenn Situationen auf einen zukommen, dann arbeitet das Gehirn die meiste Zeit, das sagt uns auch die Gehirnforschung, auf dem Automatikmodus. Das Gehirn schiebt Sachen nur vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein, wenn es die Situation nach einem ersten Check nicht einordnen kann. Beispielsweise irgendeine Situation kommt auf euch zu, ein neuer Mensch, der euch auf irgendeine wundersame Weise interessiert. Das kommt euch nur zu Bewusstsein, wenn eure unterbewussten Programme damit nicht fertig werden. Dann wird praktisch die Ratio, die Logik zur Hilfe gerufen. Hier, bitte konzentrier dich mal drauf, was sollen wir jetzt tun? Dann wäre es eben etwas Neues. Und aber nur in diesen wenigen Situationen, wir bilden uns nämlich immer gerne ein, dass wir so rational sind, dass wir so rational gesteuert sind, das stimmt gar nicht. Also 99% der Zeit läuft unser Gehirn im Automatikmodus. Zähne putzen, Kaffee kochen und so weiter. Das sind alles automatisierte Prozesse, alles automatisierte Programme, die wir einfach drauf haben. Und nur wenn was schief geht, werden wir aus denen rausgerissen und zur Bearbeitung praktisch die Ratio eingeschaltet. Ja, Programmieren steht im NLP für sich mental, emotional, körperlich gezielt auf erwünschte Erfolge einzustellen. Aus Feedbackprozessen lernen und durch die Veränderung des eigenen Denkens, Fühlens und Verhaltens, da fehlt ein S, die erwünschten Reaktionen zu erhalten. Dass das NLP-Wissen didaktisch in leicht
verstehbaren und leicht erlernbaren, wirkungsvollen Schritt-für-Schritt-Anweisungen präsentiert wird. Das meint nichts anderes, als dass, wenn man NLP erlernt, man immer wieder diese ganzen Formate, die ich vorhin erwähnte, die eine Art Werkzeugkoffer im Ende bilden, mit praktischen Schritt-für-Schritt-Anleitungen lernt. Das sind abstrahierte Prozesse, die aber für die Realität immer einsetzbar sind, weil sie eben ein Prinzip darstellen. Ja, die NLP-Techniken, genau, sind der Werkzeugkasten des NLP-Lers. Das ist wichtig zu wissen. Diese Formate bilden praktisch den Grundstock, um mehr inneren Handlungsspielraum zu gewinnen. Die höchsten Ziele im NLP liegen, wie schon erwähnt, in der Erhöhung von Flexibilität und Wahlfreiheit im neurolinguistischen Programmieren, also im Denken, Sprechen, Handeln und Fühlen. Und genau deshalb, weil es diese zusätzliche innere Handlungsfreiheit dann eben gibt, wenn man diese Formate beherrscht, dann ist es eben sehr wirkungsvoll, dass man sie überall einsetzen kann, wo man mit sich selbst, darum geht es sehr stark im Anfang und später im Erlernen von NLP, auch in der Kommunikation mit anderen, ja, praktisch wächst, diese Wahlfreiheit immer weiter hat, innere Ressourcen zur Verfügung hat. Es ist eine Art von Optimierung, wenn man so will. Ja, das war jetzt im Galopp. Gibt es denn Fragen? Beispiele, wofür genau? Ja. Ja. Und es funktioniert auch andersrum. Ja, weil in dem Moment stellst du dir das Gehirn vor, dass man ihn stört und abstürzt und der Bilder hat man den Kopf mal, ja, und weil das Gehirn ja zwischen dem Bewussten, also dem, was da vorgeht und dem, was wirklich passiert, nicht unterscheiden kann, kannst du Kunden bilden. Und das kann man auch in alle Richtungen benutzen und das benutzt dann NLP, ja. Man kann es wirklich programmieren, das heißt, man kann auch eine Kopie, die man hat, ja, zum Beispiel dadurch, dass man sich eine Situation auch einfach nur vorstellt, ja, kann man sie auch wieder umprogrammieren. Ja, das ist das, was du im Sportplan gesagt hast, dass du die Bewegungsabläufe. Das kann man auch für soziale Situationen machen. Ja, wir hören, dass man also Schwierigkeiten hat, zum Beispiel mit anderen Leuten zu reden. Und dann kann man sich das einfach immer wieder vorstellen und das Gehirn denkt, das ist wirklich alles passiert. Und das nächste Mal, wenn man in der Situation ist, dann eben auch so ein Programm hochgeladen, ja, wie man gesagt hat. Und das Gehirn sagt, ja, das kenne ich ja schon. Das Moment of Excellence. Moment of Excellence. Bitte? Die Frage war sehr lang, aber ich denke, es dreht sich darum, dass das Gehirn in relativ kurzer Zeit beispielsweise Ängste lernen kann. Zum Beispiel, hier wurde gesagt, im Aufzug oder sehr, sehr bekannt ist zum Beispiel die Angst vor Spinnen, Arachnophobie. Das ist etwas, was das Gehirn innerhalb von Sekundenbruchteilen lernt. Beispielsweise geht man, ich weiche jetzt mal ab von dem Beispiel, runter in den dunklen Keller, steigt ein paar Treppenstufen hinab, macht dann das Licht an und direkt vor den Augen sitzt eine riesengroße Spinne. Und in diesem Moment lernt das Gehirn, Schockstarre, ne, wie schon erwähnt, das ist eine Situation, die kannte ich nicht, das Ganze kommt zu Bewusstsein und da haben wir nur wenige Handlungsmöglichkeiten, Kampf, Flucht oder Schockstarre. Meistens geht man erstmal in die Schockstarre und überlegt, das hat den Vorteil, dass die Zeit sich verändert. Wir kennen das, Zeit ist relativ und in der Schockstarre hat man etwas mehr Zeit, um nachzudenken. Aber wenn wir dann eben sagen, okay, wir müssen jetzt flüchten vor dieser riesengroßen Spinne, dann hat unser Gehirn gelernt, ich muss jetzt Angst vor diesen riesengroßen Spinnen haben, die in Wahrheit natürlich winzig klein sind und jeder andere sagt, was hast du denn vor so winzigen Spinnen Angst? Jetzt ist es so, dass genauso schnell wie das Gehirn diese Angst gelernt hat, es diese Angst natürlich auch eigentlich wieder verlernen kann.
Es wurde gesagt, dass man Situationen immer und immer wiederholt. Das stimmt nur bedingt. Also wenn ich einen Klienten hätte, der beispielsweise mit so einer Angst vor Aufzügen oder vor Spinnen zu mir kommen würde, dann würde ich ihn in eine Traumreise versetzen, vorher eben einen Moment of Excellence machen. Das sind Formate im NLP, Moment of Excellence. Das ist etwas, was man ankert. Und das ist ein Moment, der super, ganz toll, enorm glücklich für euch war. Eben ein exzellenter Moment. Wenn ihr das wollt, dann könnt ihr euch einen solchen Ressourcenanker auch jetzt hier in diesem Moment zusammenbauen. Dazu müsst ihr eigentlich nur kurz die Augen schließen und mal kurz nachdenken und euch die drei besten Situationen in eurem Leben heraus erinnern. Also die absolut besten Situationen, die ihr hattet, wo es euch super ging, wo ihr euch toll gefühlt habt. Ja, besser geht's gar nicht. Also denkt mal darüber nach. Es wäre schön, wenn wenigstens ein paar mitmachen, ja? Bitte? Okay. What would you like to feel instead of what did you feel? And this trick changes the experience. Yeah. Yeah. But that's another format that is changing history, called changing history. And what I want to give you is moment of excellence. That's a resource anchor. And you always can activate this anchor if you need it, if you think you need more resources for yourself. So, kann ich zurück in Deutsch gehen? Okay. Diese Ressourcenanker sind enorm kraftvoll, denn wenn ihr euch vorstellt, ihr habt jetzt beispielsweise diese drei besten Situationen eures Lebens vor euch liegen und wählt die beste Situation aus, und dann geht ihr von mir geführt in diese Traumreise hinein, in diese Situation. Meistens sind das so kleine Filmsequenzen, an die ihr euch da erinnert, die irgendwie gut waren. Man kann alles Mögliche sich heraussuchen, von dem wunderschönsten Tag am Strand, von Verliebtseinsgefühlen, sexuelle Höhepunkte. Man kann sich im Prinzip alles ankern, was einem diese Ressource geben könnte. Und man durchläuft praktisch diese Traumsequenz, und kurz bevor man diesen Höhepunkt der Traumsequenz erreicht, also kurz bevor es nicht mehr besser geht, da setzt man sich einen kleinen sogenannten kinästhetischen Anker. Kinästhetisch ist das Fühlen, und das tut man ganz einfach, indem man sich am Handgelenk mit sanftem Druck berührt. Das reicht schon aus. Und wenn ich diesen Anker dann praktisch gesetzt habe, der Film läuft weiter ab, und durch diesen Druck, durch diesen kinästhetischen fühlenden Druck, den ich hier am Handgelenk habe, habe ich diese Erinnerung, die ich gerade im Neuronalen habe ablaufen lassen, hier ins Kinästhetische geankert. Und das ist der Trick des Ankerns. Diesen Anker braucht man im NLP sehr, sehr oft, um beispielsweise Changing History zu machen. Das wäre die nächste Geschichte. Beispielsweise mit der Arachnophobie oder der Angst vor Aufzügen. Dann würde ich den Klienten hinsetzen, nachdem ich ihm erst diesen positiven, starken Anker eingesetzt habe, und würde ihm auf dem anderen Arm die gleiche Geschichte in negativ nochmal durchgehen lassen. Also ich würde ihn seine Angst durchleben lassen und ihm kurz bevor das nicht mehr auszuhalten ist, hier den kinästhetischen Anker setzen und ihn praktisch damit hier die negative Situation geankert haben. Dann gibt es Separatoren, man holt die Leute immer aus dieser Situation heraus, ganz einfach. Was habt ihr heute zum Mittagessen gehabt? Noch gar nichts. Habt ihr eure Steuererklärung schon gemacht? Das sind so typische Separatoren, dass man die Leute wieder rausholt aus dem Prozess, in dem sie gerade drin sind. Und um das Format von Changing History durchzuführen, würde ich im nächsten Schritt beide Anker gleichzeitig aktivieren. Das muss man erlebt haben, um es begreifen zu können. Die meisten sagen dann, es ist wie Karussellfahren oder es ist wie Ping-Pong spielen, einigen wird schwindelig. Denn in diesem Moment kämpfen diese beiden Anker, der positive und der negative, miteinander in eurem Kopf.
Und das Witzige dabei ist, oder das Wunderbare, dass immer der positive Anker gewinnt. Das heißt, die positiv geankerten Emotionen überlagern diese negative Erinnerung, die ihr habt. Das heißt, die negativen Gefühle, die an dieser negativen Erinnerung hingen, die werden praktisch überlagert. Man nennt das auch Collapsing Anchors. Und wenn man dann aus der Situation herausgeht und ich den Klienten frage, bitte geh jetzt mal in diese Spinnenangst oder in diese Aufzugangst hinein, ja, dann kommt ganz oft ein Lächeln und die Leute sagen, hä, also irgendwie, das stimmt nicht mehr, weil sich das Gefühl dazu verändert hat. Ihr seht, das ist eigentlich ein relativ lapidarer Trick mit diesem kinästhetischen Anker, aber genau das ist eben der Grund, warum NLP oft vorgeworfen wird, es wäre sehr manipulativ. Ja, das ist logisch. Für Leute, die das nicht kennen, die nicht wissen, was da passiert, wirkt es von außen wie Hokuspokus, da wirkt es wie Magie. Aber jetzt, wenn ich es euch erklärt habe, wenn ihr wisst, wie diese Formate funktionieren, noch besser wäre natürlich, ihr würdet sie erleben, dann würdet ihr begreifen, dass es natürlich kein Hokuspokus ist, sondern dass da neuronal etwas in eurem Gehirn passiert und dass dadurch eben eine Veränderung eintritt. Ja, das ist so ein klassisches Beispiel für ein NLP-Format. Wie gesagt, es gibt noch irrsinnig viele andere NLP-Formate, die man anwenden kann. Bitte? Nein, nein. Also man kann sich unendlich viele Anker setzen. Der Körper hat irrsinnig viel Haut, meiner mehr als der von anderen. Aber man kann im Prinzip an jeder Stelle einen anderen Anker setzen. Und man muss auch nicht immer ein Moment of Excellence ankern, sondern man kann auch viele andere Dinge ankern. Also beispielsweise andere Situationen, die speziell zu einer Situation, die ich demnächst erleben werde, passen. Zum Beispiel Prüfungsangst oder so etwas. Da würde ich jetzt nicht den besten Tag ankern oder ein Moment of Excellence, sondern praktisch den Moment, nachdem du die Prüfung geschafft hast. Das wäre ein klassisches NLP-Format, um Prüfungsangst zu nehmen. Das geht in sehr kurzer Zeit. Wenn ich dir nämlich einen Anker setze, in dem du vorher die Traumreise gemacht hast, wie fühlt es sich an, wie wird es sein, wenn du die Prüfung geschafft hast, der Druck fällt von dir ab, alles ist gut, du weißt, jetzt kannst du eh nichts mehr ändern. Und dieses Gefühl, das ist eine Ressource, die aber eigentlich in der Zukunft liegt. Und das Schöne im NLP ist, man kann sich Ressourcen stehlen aus seiner eigenen Zukunft und auch aus der eigenen Vergangenheit. Das sind die Erinnerungen, die wir vorhin beim Moment of Excellence besprochen hatten oder eben jetzt eine erträumte Situation, nämlich die Prüfung ist zu Ende. Ja, wenn sonst überlagern sich die Anker und man muss auch immer testen, ob diese Anker ziehen. Also ich setze den Anker bei einem Klienten, dann hole ich ihn mit einem Separator aus der Situation heraus und dann aktiviere ich diesen Anker einfach nochmal, indem ich diesen kinästhetischen Reiz ausübe, indem ich diesen Druck aufs Gelenk ausübe. Und in dem Moment im NLP wird man sehr darauf trainiert, ganz am Anfang sein Gegenüber sehr genau zu beobachten. Wie verändert sich die Mimik, die Gestik? Schwitzt der ganz furchtbar? Oder die Durchblutung? Ja. Ja, genau. Ja. Die Anker halten auch nicht ewig, wenn sie nicht benutzt werden. Also, wenn Sie einen Anker nicht benutzen, dann vergisst Ihr Gehirn auch ganz schnell wieder, was da mal los war. Aber wenn Sie einen Anker sehr, sehr oft benutzen, dann verfestigt sich die Erinnerung. Sie wissen, Lernen funktioniert durch Wiederholung, durch ewiges Repetieren. Und so ist es mit Ankern auch. Man kann sich Anker sehr lange erhalten. Wenn die irgendwann denn nicht mehr wirken sollten, dann kann man ja einfach wieder einen neuen setzen. Und zwar an der gleichen Stelle. Ja? Ja, dazu. Aber
Ja, also das weißt, ja. Es wird immer mehr eingesetzt, sogar die Psychologie, die früher dem, gerade die Psychologie, die früher dem NLP sehr, sehr skeptisch gegenüberstand, benutzt immer mehr von den NLP-Formaten, gerade zum Beispiel das Ankern, das nennt sich dann NLPT, neurolinguistische Psychotherapie, das ist praktisch eine ganz neue, ja, Wissenschaftsdisziplin, eine ganz neue Richtung, wo diese sehr effektiven Techniken aus dem NLP in die Psychotherapie praktisch rübergeholt werden. Mittlerweile verstummt dort von dieser Ecke auch immer mehr die Kritik daran. Unterstützend kann man sagen, dass die Gehirnforschung genau das eben beweist. Also wir können jemanden in ein CT reinlegen und wir können dann das Gehirn scannen und nachschauen, welche Gehirnbereiche sind aktiv, wenn wir kinästhetische Reize ausüben. Ja, und naja, du kannst doch eine Situation ganz einfach geistig verlassen. Ja, das funktioniert. Also indem du an was anderes denkst, indem du dich selbst fragst, was muss ich denn heute Mittag noch machen, muss ich mit dem Hund noch Gassi gehen? Und in dem Moment ist dein Gehirn schon aus diesem Prozess wieder draußen. Ja, Entschuldigung. Also NLP ist grundsätzlich ein Werkzeug und es hängt immer von der Person ab, die dieses Werkzeug benutzt. Das ist wie das klassische Messerbeispiel. Du kannst mit einem Messer jeden Tag das Gemüse schnippeln, zu Hause in die Pfanne werfen und ein tolles Mittagessen für deine Familie machen. Aber jetzt steht vielleicht dein Mann neben dir und hat dir 2 Stunden irgendwie, ist wütend auf dich und mault dich an. Und dann nimmst du das Messer eben nicht zum Gemüseschneiden, sondern schiebst es ihm mal kurz zwischen die Rippe. Da kann aber das Messer jetzt nichts dafür. Denn das Messer ist nur ein Werkzeug. Und genauso ist es mit den NLP-Formaten. Es kommt immer darauf an, wer sie benutzt und wofür er sie benutzt. Das liegt eben in der Moral jedes Einzelnen. Aber deshalb kann man nicht sagen, dass per se die Techniken irgendwie gut oder böse wären. Sie sind wie jedes andere Werkzeug absolut neutral. Es kommt immer auf den Menschen an, der damit hantiert. Ja? Bitte, ich. Genau. Ja. Ja. Das funktioniert auch tatsächlich, da hast du recht. Ja. Ja, das tun wir. Genau, das menschliche Gehirn tut es sehr oft. Ja. Ja, der Unterschied ist nur rein denkerisch, den wir hier gerade machen. Das Gehirn, da hast du vollkommen recht, macht andauernd irgendwelche beispielsweise olfaktorischen Anker.
Beispielsweise, du riechst ein Parfum, das Parfum deiner Freundin, und es löst gewisse Erinnerungen, gewisse Gefühle in dir hervor. Das ist ein unbewusst gesetzter olfaktorischer Anker. Warum wir kinästhetische Anker, ja, ich habe es gesehen, kleinen Moment. Warum wir kinästhetische Anker setzen, ist, weil die eben sehr leicht aktivierbar sind. Viel leichter als Beispiel olfaktorische oder degustatorische Anker. Degustatorisch kann man auch sehr schöne Anker setzen. Ihr alle kennt gutes Essen. Man erinnert sich, man war im Urlaub und so weiter. Und da hat man nichts anderes getan, als sich zum Beispiel einen gustatorischen, einen olfaktorischen Anker zu setzen. Aber bewusst hat eben den Vorteil, dass ich darüber entscheide, ich will irgendetwas erreichen, beispielsweise ein NLP-Format durchführen, um jemanden von irgendeiner Phobie zu kurieren. Beispielsweise von dieser Arachnophobie oder in Aufzüge zu gehen. Dazu brauche ich eben diesen bewusst vorher gesetzten Anker, denn meistens ist dieser bewusste Prozess, ich suche mir das allerbeste Erlebnis, das ich jemals hatte, diesen Moment of Excellence, das macht das Unterbewusstsein eher nicht. Ja, vorhin schon gesagt, das Unterbewusstsein ist eher wie ein dummer Esel, das macht zwar alles wahr, aber man muss eben sehr genau sagen, was es machen soll. Ansonsten läuft es eben meistens im Autopilot. Und hier geht es ja darum, dass man im NLP mit irgendwelchen Formaten irgendwelche Dinge erreichen will. Deswegen bedient man sich dieses Formats. Da hinten war noch eine Frage. Sie sollten NLP können. Ja, also es fängt an, dass man im NLP Leuten beibringt, sogenannte Pacen und Leaden. Das ist nichts anderes, als dass ich den anderen in seiner Mimik, Gestik, Körperhaltung spiegele. Wir haben Spiegelneuronen, das hat die Gehirnforschung gezeigt, das wisst ihr sicher alle. Und die nutzt man hier aber bewusst aus, denn dadurch, dass ich den anderen spiegele, entsteht eine Art Harmonie. Ja, man ist geneigt, dem anderen Sympathie entgegenzubringen. Das ist zum Beispiel einer der ersten manipulativen Tricks, den Verkäufer gerne anwenden. Ja, das wurde hier vorhin erwähnt, das NLP wurde früher sehr gerne als verkaufsfördernde Maßnahme angewendet, zumindest Formate daraus. NLP ist sehr viel mehr als irgendwelche Marketingmaßnahmen. Und ja, Sie können es ganz einfach testen. Wenn Sie bemerken, dass Sie beispielsweise gespiegelt werden, dann hat der, der das anwenden will, eigentlich verloren, weil dann hat er es übertrieben. Aber Sie können, wenn Sie ja Ihre Sinne schärfen, aufmerksam sind, das ist das Erste, was Sie im NLP beigebracht bekommen, darauf achten, spiegelt mich da irgendjemand? Und es gibt einen Unterschied, ob das jemand bewusst macht oder unbewusst. Wenn Sie beispielsweise mit einer schönen Frau an der Bar sitzen und sie flirten, dann harmonisieren sich auch Ihre Bewegungen, aber das passiert ganz unbewusst. Und wenn jemand Ihnen beispielsweise was verkaufen will in einem Verkaufsgespräch und er fängt an und macht fast jede Bewegung von Ihnen irgendwie nach und Ihnen kommt es zu Bewusstsein, dann sind Sie schon sehr gut, wenn Sie das bemerken, dann sollten Sie einfach sagen, hören Sie auf, mich zu spiegeln. Und dann ist er raus, weil dann weiß er, okay, Sie haben in irgendeiner Weise ein geschärftes Bewusstsein für sowas, das bringt dann nichts. NLP ist so, dass ich nichts tun kann, was der andere nicht will im Endeffekt. Natürlich, ich kann jemanden dazu bringen mit gewissen Tricks, ja, sagen Sie dreimal Ja, ich bringe Sie dazu, dreimal Ja zu kaufen und zu sagen, und dann sagen Sie auch das vierte Mal Ja, aber das sind Pille-Palle Jahrmarkt-Tricks. Im Prinzip kann man im NLP nichts tun, was das Gegenüber nicht will. Das ist auch sehr wichtig festzuhalten. Ja. Im Verkaufsgespräch. Also ja, jetzt machen wir den Abstecher halt ins Marketing. In der allerersten Stunde, wenn Sie NLP erlernen, dann bekommen Sie die sogenannten Zugangsbewegungen, die Zugangskanäle. Im NLP, wenn Sie auf die Augenstellung eines Gegenübers achten, die Augenstellung kann nicht bewusst beeinflusst werden, nur wenn Sie das jetzt wissen, versuchen dann immer alle krampfhaft Ihre Augen nach links oben oder rechts unten zu drücken. Aber im Normalfall, wenn Ihnen das nicht bewusst ist, verraten Ihre Augen absolut präzise, auf welchem Wahrnehmungskanal Sie gerade unterwegs sind. Wenn Sie beispielsweise nach oben schauen, dann sind Sie im kognitiven Bereich unterwegs. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, VAKO, visuell, auditiv, kinästhetisch
olfaktorisch, gustatorisch, die fasst man zusammen, weil man die schlecht trennen kann. Und das sind die vier Zugangskanäle, die vier Wahrnehmungskanäle, auf denen Menschen unterwegs sein können. Und wenn ich Ihnen jetzt was verkaufen will, beispielsweise ein Auto, einen Gebrauchtwagen, und ich bin gut NLP-technisch geschult, dann beobachte ich Sie, wie Sie in den Laden reinkommen. Und dann sehe ich, sind Sie auf dem visuellen Kanal unterwegs, ne? Schauen Sie nach oben, träumen Sie, oder sind Sie beispielsweise auf dem auditiven Kanal unterwegs, also beispielsweise Sie machen die Tür eines Autos auf und machen die zu, dann kann ich ja ahnen, ah, das ist jemand, der auf dem auditiven Kanal unterwegs ist, oder Sie machen die Stereoanlage an oder sonst irgendwas. Und wenn ich gut bin, dann fange ich, wie schon gesagt, an, Sie zu spiegeln. Ich muss Sie auf dem gleichen Wahrnehmungskanal, auf dem Sie unterwegs sind, abholen. Und dann stelle ich diese gewisse Grundsympathie her, um Sie eventuell dazu zu verführen, dieses Auto zu kaufen. Ich würde Ihnen beispielsweise sagen, wenn Sie ein visueller Typ sind, kommen Sie doch mal rein, setzen Sie sich mal in den Ledersitz, hören Sie, wie dieses Leder knirscht. Genau. Das wäre zum Beispiel, wenn jemand auf dem olfaktorischen Kanal unterwegs wäre. Jemand, der riecht. Das können Sie sehr gut sehen, wenn jemand riecht. Dann wissen Sie, ah, der ist auf dem Olfaktoren. Dann sage ich, ach, hier, wollen Sie mal, machen Sie mal den Motor auf, hier, neuer Motor, Innenraumparfum, wie Sie schon sagen. Dann werde ich ihn die ganze Zeit auf diesem Kanal bombardieren. Und er wird darauf anspringen. Und wenn er den Kanal wechselt, wir alle wechseln immer häufig den Kanal, die meisten sind visuell unterwegs, aber viele andere halt auch auf anderen Kanälen, dann verfolge ich Sie auf den Kanälen. Und wenn Sie nicht ein Gespür für sowas haben, dann wird es für Sie sehr schwierig, das zu bemerken. Dann, wenn Sie es eben nicht bemerken, dann entsteht in Ihnen eine Art Sympathie, weil Sie denken, der andere versteht mich. Weil ich Sie ja, und das ist das Perfide daran, eben auf dieser Ebene abhole. Also Sie sehen, man kann das für viel benutzen, eben auch für Marketing. Ja, ich sehe, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Yeah. Very optimistic. What I was wondering is that in some cases there's a fear that somebody has accepted to be part of themselves, they will always be this fear. But even if it's it makes them less efficient and less happy in life. Mm. So how do you see those cases? Mm. Ja, ich kann in Deutsch antworten? Okay. Es ging um Ängste und die Frage war in etwa, dass Ängste einen in gewisser Weise immer lähmen. Ja? Wenn Sie irgendwelche Ängste aufgebaut haben, das sind wunderschöne Neurosen im psychologischen Deutsch, etwas, das wir uns eingeredet haben, ob wir Grund dazu haben oder nicht, ist mal dahingestellt, aber Ängste blockieren immer irgendwo. Sie blockieren auch das Denken. Wenn ich jetzt aber vorher mir weitere Ressourcen geschaffen habe, beispielsweise ich weiß, wie ich meine Ängste mit gewissen Formaten aus dem NLP einfach ja beseitigen kann, obsolet machen kann, dann gibt mir das diese innere Handlungsfreiheit wieder zurück. Und das ja macht natürlich auf jeden Fall glücklicher, als wenn ich getrieben von meinen Ängsten bin. Ich hoffe, das war das. Ja, genau, das ist NLP. NLP ist Wirklichkeit statt Wahrheit. NLP beschäftigt sich eben mit dem Lebenden, mit den lebenden Menschen. Wir versuchen nicht irgendwelche Prinzipien zu erstellen und die dann als Wahrheiten zu verkaufen, sondern es geht immer um das Gespräch selbst, um den Menschen selbst. Ja, wenn es wirkt, war es NLP. Genau, ja. Und NLP ist eben Lösungs-, Ziel- und ressourcenbasiert. Das ist das, was ich sagte. Je mehr Ressourcen, je mehr inneren Handlungsspielraum Sie haben, umso besser können Sie eventuell auf Situationen, die auf Sie zukommen und neu für Sie sind, reagieren. Ja, NLP ist die Erhöhung von Wahlfreiheit und Flexibilität. Darauf läuft es am Ende hinaus. Sie sollen die Entscheidung haben. Sie sollen die Möglichkeit haben, auf Dinge zu reagieren, es zu wissen und ja, ressourcenvoll darauf reagieren zu können. Ja, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit.